Guten Morgen, guten Mittag und wie eh und je, einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Mein Name ist Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu A Quiet Place, The Road Ahead. Wie wir heute aufgehört haben, wir sind im Krankenhaus, unser Papa ist gerade auf der Suche nach Antworten und wir müssen auf dem Raum. Ich will mich kurz noch hier umgucken, weil bestimmt ist hier noch irgendwas Besonderes zu lesen. Eine Sekunde, mehr brauche ich nicht, weggezogen, schwänzlicher Blick, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, das Geschehen ist geschehen, und ich war der mit der Waffe in der Hand. Momente kommen, Momente vergehen, oh, so zerbrechlich, ich bin ewig gebaut. Ist das ein Gedicht? Aha. Wir waren auf jeden Fall Kindheitsfreunde, Martin und Alex. Songideen, hellbar, wie die Hölle in Wirklichkeit von oben kommt, nicht von unten, fiel vom Himmel an dem Tag, an dem das Lachen starb. Hook. Best Friend, wie Hunde, die wir sonst überleben konnten, weil sie ihren Besitzer beschützen wollten. Der beste Freund des Menschen bis zum Schluss, zu traurig, ja. Chance to scream, was man tun will, kann man auf keinen Fall tun, kann nur schreien, nicht träume. Last Song, das letzte Lied, das ein Mensch je geschrieben hat. Die Zählerin weiß, dass sie stirbt, wenn sie es singt, also wird niemand jemals das ganze Lied hören. Also ich muss trotzdem singen. Jetzt sehe ich, dieses Lied ist nur für mich. Ja, dieses Lied ist nur für mich. Was mache ich eigentlich? Ich weiß sowieso nie dazu kommen, Musik für einen dieser blöden Songs zu schreiben. Aha. Alex, Glückwunsch zum einmonatigen. Ich weiß, es ist wichtig zu feiern, einen Monat zusammen zu sein. Aber in dieser Welt, da ist ein Monat schon tolle Leistung. Ich liebe dich, Martin. I owe you... Ein Rückzugsort am Wasserfall. Singe dort so viel du willst und kannst. Alex, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin hier. Danke, Dad. Gut, Abstellraum. Das heißt also, ich müsste eigentlich dann in die Richtung. Oh, ein Bild von mir. Also richtig. Super, wir haben auch sein Tier. Die Tür sind zu. Martin. Aha. Martin, ich weiß, du helfen willst. Einer der vielen, vielen Dinge, die ich an dir liebe. Aber du musst mich das regeln lassen. Das ist meine Verantwortung, mich um alle in diesem Krankenhaus zu kümmern. Besonders um dich. Warte einfach ab und ich werde mir etwas einfallen lassen. PS, ich wünsche, du würdest mir immer Zeit in deinem Zimmer verbringen. Alleine, da bist du sicherer. Aha. Mama, ich liebe dich und daran wird sich auch nichts dran ändern. Für mich denkst du, sie macht sich nicht jeden Tag Vorwürfe, glaubst du, sie trägt nicht diese Schuld in sich, dazu sie nämlich. Heute Morgen sagte sie, sie wünscht, das hätte sie erwischt. Und du tust so, als würdest du dir dasselbe wünschen. Und das ist nicht okay. Was glaubst du, was mit mir passiert wäre? Hat mich gerettet und Papa wollte, dass ich tue, was ich fühle. Okay. Also da. Ah, Martins Dad ist also tot. Durch Laura so gesehen. Schipp mit blauer Tinte, Martin mit roter. Ich wusste nicht, dass sie das letzte Mal war, dass wir zusammen im Zimmer sein würden. Also machen wir es. Ich dachte, Laura hat es ihr verboten. Sie hat mir auch verboten, mit dir anzugehen. Das war keine Frage von Liebe oder Tod. Oh, da habe ich andere Meinung. Ich weiß nicht, der einzige Ort, in dem ich noch nicht nach Essen gesucht habe, ist die Ranch. Ich habe mich nachgesehen, weil dort Plünder gesichtet wurden. Vor Wochen schon. Trotzdem, was bringt es hier, wenn sie sitzen? Ah, okay, also war eine Debatte darüber ausgebrochen. Sydney, Brazil, Edinburgh, Machu Picchu, Rio de Janeiro, Ireland, Roma, Giga oder Giza, Thailand, Tokio. Okay. Sehr reiseaktiv der Herr. Ken, ab sofort läuft wieder Kommunikation mit Laura über mich. Das steht nicht zur Diskussion. Okay. Deep end.
Laura bullet on your leash. Watch it. Check what you want. I didn't take anything. Wichtig, wenn ihr Trümmer auf dem Boden seht, wie Glasscherben und sowas, dann räumt sie sofort weg. Wenn ihr auf etwas Lautes tretet, werden die Kreaturen sofort zu euch rennen. Das darf nicht passieren. Alles klar, Dad. Das ist echt doch was mit dem Asthma, ne? Lassen. Oh, ich glaube, du musst richtig krass pupsen, wenn so ein Fehler nicht ist. Stell dir vor, das Blähungen wegen irgendwelchen schlechten Waldbeeren. Wichtig, jemand hat den Medizinschrank aufgebrochen und uns gestohlen. Wer das weiß, bitte das sofort Bescheid sagen. Was sie tut, sehr schädliche Gemeinschaften nicht an die erste Stelle. Mark. Wir haben bestimmt jetzt erwischt. Und jetzt Abschauraum. Kannst du in der Welt verschiedene Arten von Gegenständen finden. Du kannst sie abhören, ausrüsten, wann immer du willst. Für eine coole Werkzeuge und E für Verbrauchsgegenstände. Du kannst außerdem oben rechts auf dem Bildschirm die für den Fortschritt wichtigen Gegenstände sehen. Oh. Aufladen, gedrückt halten. Aha. Lassen. Muss ich das Lampe ausrüsten, nehmen die Werkzeug durchschneiden, kannst du auch mit ein ausschalten. Ah. Ah, ha, ha. Textbox durch abrufen. Aha. Ich muss da lang, aber da ist schon Opas Lagerraum. Nice, einstecken. Danke. Das Problem ist halt, Mark sagte, wir dürfen nicht raus. Jetzt müssen wir dieses Mikrometer zum Laufen bringen. Okay. Dann wollen wir mal. Da
könnte bestimmt irgendwas passieren gleich, dass wir irgendjemand hier Lärm macht. Und dann die Kreaturen kommen. Ist das sowas von klar? Oh. Ah. Safety. Aha. Sag an Sicherheitsschutz, Ruhe, Essen, Mädchensport und andere Kinder, Freunde für Joshi. Letztes Mal, meine Liebe, ich habe diese Sachen hier gefunden und beschloss, sie für schlechte Zeit aufzuheben. Es ist Zeit, dass sie sich dir gebe. Soll es eine Art Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk werden, aber damit hätte ich zu geben, dass dies unsere neue Normalität geworden ist. Und vielleicht bin ich nicht bereit zu akzeptieren, dass es keine bessere Welt gibt. Du hast einen Kraftfunken gefunden, um das, was passiert ist, zu überleben. Und du weißt, dass du mit mir immer ein Verbinden haben wirst. Aber sei vorsichtig. Ich liebe dich, kleines Dad. Dankeschön. Das ist nix. Das ist auch nix. Als großen Stab ist niemals vergessen, wie Julie ihr Haar zwischen Daumen und Zeigefinger wühlte, wenn sie nachdachte, wie die Schultern rollte, wenn sie gähnte, wie sie Espresso aussprach, Expresso. Wie ihre Nasenlöcher flatterten, wenn ich sagte, dass ich in 5 Minuten fertig bin. Wie ihr Fingernagel meine Handfläche streifte, wenn sie meine Hand hielt. Ihr Lächeln, wenn sie mich einen Nerd nannte. Wie fest sie meine Hand umklammerte, als sie Alex beim Highschool-Abschluss beobachtete. Als sie sagte, das tue ich nie wieder, nachdem sie Alex geboren hatte. Das erste Mal, als sie Alex im Arm hielt, ihr Lieblingswort war Trödeln. Das Gewicht ihres Kopfes, der auf meiner Brust ruhte, ihre Triade über der widerspenstigen Zähmung, die Art und Weise, wie selbst eine schlechte Inszenierung von Romeo und Julia sie zum Weinen brachte, wie sie nach oben stürmte, um ein Bad zu nehmen, wenn sie wütend war, ihr nober Versuch, Alex zu ihrem 10. Geburtstag eine Torte mit Musikmotiven zu backen. Diese bescheuerten Noten sehen aus wie Fragezeichen. Ihre Gänsehaut, wenn ich ihren Hals küsste. Ha, sehr erotisch, Dad. Nice. Oh, der Voll muss schnarchen, oder du tust schnarchen. Bist auch schon tot im Schlaf. How long, Laura? What are you? How long have you known? I will not let you hurt another member of my family. Laura, wait. Enough. I won't be your prisoner. Tja, da habe ich doch Gott sei Dank einen Schraubenzieher, Laura.
1, 2, 3, 4, 5. Oh, gut. Also, Mikro ist nicht aktiviert, deswegen. Ah. Es zeigt anscheinend an, der Lärm, der okay ist in Blau. Und ich glaube, der grüne Balken ist das nicht verursache. Das war mega dumm, Dad, aber auch mega dumm, Mark. Aber auch mega dumm, Laura. Alle drei hatten dumme Idee. Die drei Dummköpfe. Wobei, nee, ich glaube, Dad war eigentlich ganz cool drauf. Mark aber ist ein Schoßhündchen und Laura ist eine Geisteskranke. Okay, bleib mal locker hier, okay? Inhalator und Tabletten. Inhalator und Tabletten verwendet, um die Stressstufe zu verringern und Asthmaanfälle zu vermeiden. Tabletten werden sofort konsumiert, wenn du sie findest, und reduzieren Stress um einen kleinen Anteil. Die Inhalatoren können als Verbrauchsgegenstände aufgehoben werden. Bei Gebrauch entfernen sie den Stress vollständig und verlieren die vorübergehend Immunität. Ah, okay. Okay, ich bin hier rein. Oh, aufpass jetzt. Wow. Ach du Scheiße. Okay. Okay, Schnauze zuhalten. Okay, gut, ich kann ein bisschen reden. Oh, 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 Bruder. Oh, ja. Fulmitas, von seit dem Lärm an den ehrlichsten Verhältnis zu Umgebungsgeräuschen um sich herum macht. Sei leiser als in der Umgebung, aber denk daran, Klebeband, Drähte und Köpfchen sind die Grundlagen jedes Experiments und kein Profi-Werkzeug. Okay. Thank you.
Gut, okay, ich weiß auch mal einigermaßen, wo ich achten muss. Gut, das ist ein bisschen schwer. Versuch deine Geräusche so gut wie möglich zu reduzieren. Meide geräuschvolle Oberflächen oder gehe langsam auf ihnen. Anschlussbare Objekte wie Metallfässer und Dosen. Versuche mit allen, was du tust, den Umgebungsgeräuschenpegel nicht zu überschreiten. Ruhe bleiben. Okay, wie soll ich das bitte hinkriegen? Okay, das war unfair. Oh mein Gott, Bruder, was schlimm. Okay, kurz durchatmen. Keine Sorge, es geht besser. Oh, das Problem ist, ich muss OBS beim nächsten Mal einstellen, dass man Plus damit kriegt, weil ich
Versuch, warte mal, ganz kurz. Ja, gut, okay, ist gleichermaßen. Problem ist halt nur, ich muss die Sperre einstellen vom Spiel, aber auch so, dass man mit Flüstern OBS mit aufnimmt. Fuck, ey. Mom, ich habe schon jeden Weg ins Krankenhaus nach Essen abgesucht, sogar den Flügel, der beim Feuer abgebrannt ist. Ich muss einen frei helfen, sonst werde ich mich immer hassen und dafür muss ich außerhalb des Krankenhauses suchen. Ich hoffe, du verstehst das, Martin. Ach, süß. Ach, süß. Ach, süß. Okay. Loras ist, was ich hingesagt gesagt, ist doch alles in Ordnung. Ein paar Leute haben das Krankenhaus verlassen, aber es ist gut so. Diejenigen, die bleiben, setzen sich so richtig für das Krankenhaus ein. Ruh dich einfach weiter aus, ich mach das schon. Okay, grotesk, gefällt mir. Laura, ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlen musst. Wenn du etwas brauchst, bin ich da. Ich weiß, dass es mir nicht zusteht, das zu sagen, aber sei vorsichtig, vertraue Mark nicht zu sehr. Mehr verlange ich nicht. Lori, haben die Isolierung der Privaträume und Büros abgeschlossen. Jetzt kann man sich flüsternd unterhalten, ohne Gefahr zu laufen, von den Kreaturen gehört zu werden. In den großen Gemeinschaftsräumen können wir es allerdings nicht machen. Wir haben einfach nicht genug Isolierung oder Sand dafür. Dadurch sind alle ständig in großer Gefahr. Schon das kleinste Geräusch in einem der Gemeinschaftsräume könnte diese Kreaturen auf uns setzen. Ich wünschte, ich hätte eine Lösung, aber ich habe keine. Ken. Ach, Überzeugung, wenn du zu viel Lärm verursachst, reizt du die Kreatur dazu, nach dir zu suchen. Du kannst merken, dass dies passiert, wenn du ihr Hinweisgeräusch hörst. Bitte in diesem Fall vermeide jedes Geräusch, bis du meinst, dass die Gefahr vorüber ist. Okay.
Geräuscherfassung. Bei intensives Erlebnis hat das Spiel einen Geräuscherfassungsmodus, der jedes Geräusch misst, das dein Mikrofon erfassen kann. Als ob Alex es versucht hätte. Er verursacht hätte. Das Mikrofon ein Geräusch erfasst und im Spiel weitergibt, wird dies durch ein Mikrofonsymbol angezeigt. Manchmal wird die Geräuscherfassung deaktiviert. Müssen wir Gameplay. Okay, gut. Das war unfair. Oh. Randa. Wobei, nee, wir machen ja Feierabend. Ich sag mal, kurz zuschauen, ich sehe den nächsten Part wieder von. Die wunderschönen. A Quiet Place. Arrowhead. Oh Gott. Das Spiel ist unheimlich. Auf jeden Fall, nächsten Part bin ich einstellen, dass man was Plus da ein bisschen hört dann. Und, wir werden auch gucken, dass wir mal ein bisschen die Soundspams einstellen, dass es nicht so schlimm ist. Ja. Okay, gut. Nicht vergessen, liken, zusammen kommentieren. Bis bald, meine Freunde. Ciao.